Grüezi miteinander. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin der Nick von der Galerie. Und für mich war es ein riesengroßes Vergnügen, und wird so noch sein, mit dem Hans die Ausstellung dürfen zu machen. Und eigentlich habe ich gerne nicht mehr zeigen. Der Hans möchte noch kurz ein paar Sachen zu seinem Projekt erzählen. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Ja, die Ansprache kommt dann später. Eine Ausstellung in der Galerie L33 in Hausprecher im Lims. Eine Ausstellung mit Bildern 10 auf 10 cm, Fenstersichten, Talsichten, Bergsichten, Baumsichten und eben auch Haussichten. Eine Ausstellung von Hans Eggenberger. Limericks 10 auf 10 cm ganz speziell präsentiert, hat er sich einiges überlegt, wie der Hans das eben macht. Also der Hans ist nicht einer, der etwas schnell herwirft, das ist sehr genau in allem, was er tut. Und ist aber auch sehr genau bei den menschlichen Kontakten. Das zeichnet ihn natürlich aus. Der Hans ist ganz eindeutig eben ein Künstler zum Anfassen. Aber einer, der einem dann entgleitet, wenn man meint, oh, jetzt kennt man ihn. Nein, man muss den Hans als Mensch gesamtheitlich wahrnehmen, weil sonst entgleitet er einem. Bei der Kunst hat er immer wieder andere Projekte in Aussicht gestellt. Ihr seht hier frühe Werke, dann seine analytischen Werke, die analytische Geometrie, das übrigens aus dem Haus raus, die Südsicht, wunderbar, oder die Bilder unter dem Achtshaus, Amperteilen, wo er gesagt hat, schon über 70 Airbnb-Leute dort hatte, wo er immer einen intensiven Kontakt hatte, das die Ostsicht aus dem Haus raus, weil die Leute, die dort herkommen, sagen einmal wow. Wow sagt man auch bei seinen Kunstwerken, die von 82 oder eben alle, die man dort schon mal gesehen hat. Das wieder eine Ostsicht in einer anderen Jahreszeit und dann macht er noch Atemmediation. Er versteht etwas von diesem Handwerk und er kann eben auch mit Menschen umgehen. So warm das Bild ist, eben da wieder eine Nordsicht, so warm ist auch der Hans. Er lässt Menschen nicht einfach stehen, sondern er ist bereitwillig, eben wenn es um Gespräche geht, wenn es um Aussagen geht, wenn es um irgendetwas geht, man kann sich mit dem Hans unglaublich gut auseinandersetzen. Aber, wie gesagt, er ist ein Künstler, der immer wieder nach Neuem aufgreift, immer wieder irgendetwas probiert, etwas anderes macht. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass er mal so eine Ausstellung machen würde, eben mit so Handyfotos. 2 Jahre lang war er auf Weg, hat einen Haufen Bilder gemacht. Jeden Tag 1,88 stellt er da jetzt eben aus. Ganz interessant. Interessante Kunst, interessante Ausstellung, aber interessant über auch der Hans. Und damit er noch ein bisschen kennenlernen, nur in diesem Beitrag drin, haben wir immer mal ein Mikrofon angelegt, damit ihr auch ein mitlösen. Und wir sind einfach hinter dem Herren und lösen da ein bisschen mit. Aber apropos Mikrofon, ja, seht ihr, die Frau da hinten, die mit der weißen Bluse, die hat uns dann noch anders angelegt. Also schaut vielleicht dem Hans einfach mal ein bisschen mit uns zusammen über die Schulter. Hoi, Hans. Hoi, du. Hoi. Hoi. Bist du auch mal da? Weißt du denn, wie man die nennt, diese kleinen Puscheln? Nee. Tote Katze. Tote Katze? Aber so. Du jetzt stillhalten, komm. So, jetzt sieht das doch viel hübscher aus. Noch hübscher. So, jetzt. Dann ist es hier ein bisschen versteckter, weißt du? Du Hans, einfach mal fragen. Ist das ein Privileg von einem Künstler oder ist das jetzt deine Freundin? Das ist meine Freundin, Lebenspartnerin. Ach so, okay. Ja, genau. Die Petra. Und wie ist das dazu gekommen? Ich meine, abgesehen von der Kunst? Ja, wir sind beide ein bisschen ausgeflippt. Nein, das ist über Airbnb ist das gegangen. Ja. Sie war schon mal ein Gast in meinem Airbnb. Ja. Und dann ist Corona gekommen und dann haben wir das Gefühl gehabt, also irgendwie muss man weiter in Kontakt bleiben. Ja, genau. Und das sind wir geblieben seitdem. Und somit machst du die 4 Kilometer nicht mehr allein, oder? Nein, nicht immer, ganz allein, nein. Super. Kunst verbindet, hä? Oh, das ist ja so. Ach so. Bist du auch Künstlerin? Nein, ich bin IT-Projektleiterin. Also ein ganz trockener Beruf. Aber man muss schon sehr kreativ sein, damit man immer das Feuer löschen kann. Und muss auch sehr kreativ sein, um mit Hans zusammen zu sein, oder? Nehme ich an. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Voll easy. Sehr inspirierend, nie langweilig. Hans, ein Erfolg auf allen Ebenen. Danke, Hans. Machen wir euch gerne so ein Kompliment. Für Hans ist wirklich ein liebenswürdiger Mensch. Da links der Pips, Künstlerkollege, und rechts Sibyl, Gemeinderätin, die Bilder schon kennen. Ich kenne die Bilder vom Facebook, von der Grabsergruppe. Dort sehen wir es immer. Aha. Ist cool, dass jetzt eine Ausstellung davon. Ja, ist gut. Danke. Ja, ja. Nein. Auch so, ja. Wir kennen uns schon seit, also ich weiss nur in welchem Bereich, aber
Der Heinz ist halt Ja, ich bin ein Jahr älter als mein Bruder. Ganz kurz werde ich das noch. Im Gemeinsarchiv hat so Sachen von mir. Ich darf das dann nachher noch auch das erläutern. Okay. Mit dem. Okay, wie schön. Ja, wenn ihr es ganz genau wissen wollt, mit einem Samsung. Ich habe mir das nämlich extra aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, die Frage kommt. A40. Okay. Genau. Möchten Sie gerade vor den Fotos stehen? Ist gut. Und schon fast 70 Leute bei mir gehabt. Und es sind jetzt gerade ein paar Gäste von mir, also oder ehemalige Gäste da. Und von dem her ist es eben einfach ein anderer Teil, aber der verbindet eben auch wieder. Das ist nachher schlussendlich ein Teil, der ineinander verfließt. Und das finde ich eben schon schön. Vor allem bin ich jetzt schon ganz überrascht von den Leuten, die kommen, also von überall her, die ich jetzt nicht so gedacht hätte. Ja. Ja, das ist noch gut. Mick hat auch ein gutes Netzwerk, weißt du? Ich denke es. Es können auch viele Leute wie Sie zum Beispiel, die dadurch erfahren. Jawohl, weißt? Genau. Und sonst das gar nicht gewusst hätte, nicht einfach so direkt. Ja, ich glaube, bei so Sachen ist das Netzwerk immens wichtig. Das ist ganz, ganz zentral. Ja. Auf alle Fälle. Ich sehe das bei mir auch. Ich habe das erste Mal im 2019 ausgespielt. Jawohl. Und das braucht einfach Zeit, Bekanntheit, dass man einen kennenlernt. Also das heisst nicht beschrieben, also, auf der Preisliste sind schon beschrieben. Aha. Ja, aber jetzt dort sind es nicht gemacht. Ja, das habe ich extra gemacht. Die sind nur, also jetzt in dem Sinn tönt es jetzt ein bisschen hart, aber als Beigemüse. Es tut die Steine dann die ganze Ausstellung auflockern. Aber die Leute schauen sie wie nicht an. Weißt du, sie fallen wie nicht auf. Ich sage schon etwas dazu. Jetzt dann. Ja. Ich finde die sensationell. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das macht auch nichts. Weil die sind für mich als Teil da zur Auflockerung von dem Ganzen und nicht für irgendetwas Verrücktes mehr. Und Gesprächsstoff natürlich. Ja, aber wir langen dran Gesprächsstoff schon. Das Glas, das drin war in diesen Rahmen, oder, hatte ich nebenher so parallel gehabt. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja, weil du gespiegelt hast, eben. Das ist es eben. Also das ist. Also, ja. Gut. Lass ich dich. Danke. Grüß Gott. Hoi. Schön, bist du da? Gut. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt gibt es noch Reden. Es freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, alle. Und es auch einige darunter hat, die mehrere hundert Kilometer gefahren sind, um das hier sehen zu können und anhören und fühlen zu können. Und dafür möchte ich mich bei jedem von euch hier doch recht herzlich bedanken. Weil ich finde es nicht in der heutigen Welt, wo man alles über die sozialen Medien betrachtet, ansieht und anhört, doch was speziell Schönes, sich so gegenüberzustehen. Ich habe Detlef Henseler eingeladen, ein begnadeter Fotograf, der heute von mir den Auftrag hatte, über die Ausstellung und über die Vernissage ein paar Fotos zu machen. Es wird am Ende dieser Ausstellung, sprich am 25. Februar, in der letzten Stunde eine Finissage geben und dazu eine Vorstellung für ein Buchprojekt, das ich bis dann fertig haben werde, in ähnlichem Rahmen wie meine anderen Bücher, die auf dem Tisch liegen, so dass das, was das Projekt betrifft, gut dokumentiert ist und für jedermann gut nachvollziehbar. Du siehst wieder die Mumie, die sich öffnet und so Auferstehung.
und der und das Licht ja, ist, da hat er sich sehr religiös Himmelfahrt da hat er sich sehr religiös interessiert. Dieses Projekt hat für mich gestartet vor 2 Jahren. Nur, da gab es einen Vorlauf. Und dieser Vorlauf ist mein Airbnb, das ich gestartet habe vor 7 Jahren und mir bis heute über 70 Langzeitgäste gebracht hat in mein Haus am Perdeilen in Grabs. Und das Spannende war, da kommen die Gäste, gehen in ihr Zimmer, schauen zum Fenster aus und was es dann macht, ist das Erste, das macht Wow. Und warum macht das Wow? Weil wir haben hier eine Landschaft, die uns meistens gar nicht mehr so bewusst ist. Eine Landschaft, die phänomenal wunderschön ist und wir immer drin uns bewegen. Und in einem solchen Moment wird einem das genau dann wieder bewusst, eben wie schön, dass es hier ist. Durch meine Pensionierung war es dann möglich, dass ich jeden Tag regelmäßig meine Runde laufen konnte. Das sind etwa gut 4 Kilometer vom Haus weg direkt. Und wenn ich da von mir nach unten gehe, Richtung Bahn, nachher Richtung Bodensee, wieder rauf, zurück ins Haus und in jede Richtung denke, echt schon schön hier. Und dann angefangen habe, ein paar Fotos mit dem Handy zu machen. Ein Gast aus Halle, Deutschland, die Miriam Kind. Und dann habe ich mit ihr mal darüber gesprochen, wie denn das so ist, was da für Möglichkeiten sind. Und dann kam das Instagram ins Spiel. Nur das Instagram habe ich gemerkt, das ist dort nicht gut. Ich muss das nochmals in die Finger nehmen, nochmals strukturieren und auf ein Quadrat reduzieren. Und die Idee und das Konzept dahinter war dann, jeden Tag ein Bild auf Instagram zu stellen, eben in einem neuen Format, nicht in dem Original, sondern in einem quadratischen, strukturierten Format. Am 8.01.2020 habe ich das erste Bild da reingestellt und von da weg jeden Tag, jeden Morgen wieder eins. Und was ihr hier seht, das sind 88 von den über 640 Bildern, die über diese 2 Jahre da reingestellt wurden und die ihr jetzt hier so aus den sozialen Medien wieder rausgenommen betrachten könnt in einer nochmals neuen Form. Und ich finde, sie ist nochmals massiv anders beim Betrachten eines solchen Bildes als aus den sozialen Medien. Für mich war es frappant, das zu spüren und auch eine spannende Reise über 2 Jahre, ein Projekt immer wieder neu zu erfinden, immer wieder weiterzuentwickeln und zum Beispiel zu suchen, nur schon die Suche, welches Format ist dann tatsächlich das Format? Welcher Passepartout ist genau der richtige für die Bilder? Welcher Rahmen ist das richtige? Ihr werdet kaum irgendeinen Rahmen, wir sind wohl jetzt in einer Galerie mit Einrahmungsgeschäft, also ich habe von ihm gelernt, dass die Gläser und auch, ich habe mir das auch zeigen lassen und sehen und fühlen lassen, es ist nochmals was anderes, sind Spezialgläser. Und es sind nicht einfach Rahmen, die direkt auf dem Passepartout liegen, sondern sie geben einem die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. In die Tiefe eines Bildes,
dass in der Stärke seiner eigenen Tiefe tatsächlich noch mehr lebt. Und da freut es mich natürlich, wenn ihr hingeht und euch in diese Tiefe einlässt und euch ein bisschen von der Freude, von dem Feuer, was in mir ist, was ich da sehe. Und wenn ich sage, was ich da sehe, es ist für mich immer ein wahnsinniges Erlebnis, in was für einer Geschwindheit, also Geschwindigkeit, dass Situationen, Belichtungen, Momente sich verwandeln, dass man das Gefühl hat, echt jetzt, jetzt war es doch gerade noch so. Und es ist einfach gerade schon wieder total anders. Und solche Momente einzufangen, solche Schatten, Licht, Zeit, Tiefen, Höhenmomente zu sehen, das macht es schon spannend, so unterwegs zu sein. In diesen 2 Jahren sind über 6'000 Bilder entstanden. Und aus diesen 6'000 die 640 für Instagram und dann die Auswahl, was zeige ich denn davon überhaupt hier? Die 88, es ist keine Wertung zu den anderen und dazu einfach eine kleine Anmerkung, also wenn jemand Instagram hat und oder auch bei Facebook und gesehen hat, oh, das wäre das Bild gewesen, jetzt hat er das da gerade nicht. Die Ausstellung ist nicht beschränkt auf diese 88, sondern die Ausstellung ist ausgeweitet ganz klar auf alle Bilder, die auf Instagram sind. Genau im selben Rahmen, wie diese Bilder hier sind.